Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Slime Ranger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es geht endlich weiter. Und ich habe eine kleine Änderung für dieses Projekt jetzt mir überlegt. Und zwar... Sekunde, ich muss kurz nachdenken, was ich jetzt noch machen wollte. Wollte ich noch irgendwas bauen? Ich glaube, ich wollte irgendwas bauen. Ja, genau, dazu brauchte ich... Ich wollte das Bienenhaus bauen. Okay, also, neue Planänderung, die Folgen werden jetzt automatisch gecuttet, das habe ich jetzt bei meinem Aufnahmeprogramm eingestellt, das bedeutet, ich werde nicht mehr darauf achten können, bei jeder Folge extra Hallo und Tschüss zu sagen. Stattdessen wird es einfach direkt einen Cut geben zur nächsten Folge. Ich finde das so deutlich einfacher. Meiner Meinung nach ist das... Ja, es hat seine Vor- und Nachteile. Die Nachteile sind, ihr bekommt leider nicht mehr... Leider nicht mehr längere Folgen. Falls ich mal vergesse, auf die Uhr zu schauen. Naja. Sekunde. Ich bin gerade zu konzentriert mit dem... Mit dem Hühnchen. Ich werde mich mal bis zum Morgen hinlegen und dann werde ich alle noch einmal füttern. Dann werde ich das Bienenwachsding bauen. Dann werde ich mir den einen Teleporter ansehen, den ich da entdeckt hatte. Schön her damit. Also automatische Folgencuts, das bedeutet, nach 30 Minuten beendet sich das Aufnahmeprogramm und startet dann direkt eine neue Aufnahme. Ich werde nun mal irgendwie schauen, dass ich... Ist natürlich doof, wenn ich mit einem Satz unterbrochen werde. Das ist der größte Nachteil daran. Abgesehen davon, dass ich nicht jedes Mal begrüßen und verabschieden kann. Aber ich denke, damit kann man schon leben, oder? Bei anderen Projekten werde ich das ja wohl auch mittlerweile schon gemacht haben. Also es kommt immer auf das Projekt drauf an, ob ich automatische Cuts einstelle oder nicht. So, Zeit für die nächste Fütterung. Erstmal wird wieder was eingelagert. Zuerst die Minzmangos. Bitte schön. Oh, ihr habt auch noch Hunger. Na gut, Sekunde. Was ich mir ja noch überlegt habe, es gibt da noch ein paar Spiele, die ich gerne aufnehmen würde für den Kanal, bei denen es aber das Problem gibt, dass ich sie nicht aufnehmen kann. Aus Gründen, dass es nicht funktioniert, weil ich hatte eine Capture Card, dadurch kann ich auch Konsolenspiele aufnehmen. Aber nun mal nicht von allen Konsolen. In meiner Capture Card schaffe ich es nicht von der Wii aufzunehmen. Ansonsten würde ich nämlich gerne Super Mario Sunshine aufnehmen. Darauf hätte ich Lust. Passt.
So, das gibt wieder ordentlich Geld. Und ein paar Phosphor- und Honigplots brauche ich für hier hinten. Da werfe ich dann erstmal die Phosphorplots hin. Ach stimmt, das habe ich jetzt außerhalb der Aufnahme gar nicht gemacht. Das werde ich beim nächsten Mal machen. Ich werde hier die 4 Silos hinstellen. Und da hinten werde ich... Ich weiß es nicht. So. Ja, komm. Knallplatz kann ich auch noch reinmachen. So. Ich muss sagen, das Einzige, was mich jetzt aktuell noch stört an meiner Ranch, ist, dass es hier so vertrocknet aussieht. Wir haben viel zu wenig Natur. Man kann hier halt sehen, es ist halt nur so sandiger, erdiger Boden. Hier ist mal ein bisschen Gras. Das stört mich irgendwie ein bisschen. Ich hätte schon hier gerne grüne Wiesen und so. Das wäre schon was. Die 2 Schlüssel tragen wir immer noch tapfer mit uns rum. Exakt 50, das ist aber gut. Wir haben immer noch Probleme damit, mit den Tigerhühnern hinterherzukommen. Für die Knallplots, also die Gestrüpphühner. Kommen einfach nicht genug. Ich frage mich sowieso, warum hier immer einer dann draußen rumläuft oder zwei. Wie die da bitte ausbrechen. Keine Ahnung, wie die das machen. Okay, das sind jetzt die Honigplots. Jetzt bauen wir uns mal das Neulingsbienenhaus. Davon nehmen wir uns direkt 2. Stellen wir das mal irgendwo hier vorne hin. Hier müsste ja Platz sein, oder? Ja, gut. Stellen wir das mal hier so hin. Okay, also 12 Minuten. Tora West. So. Nier probiert einen Slime mit dem Lasso zu fangen. Macht die Sache mit dem Backpack dann recht offensichtlich. Slime und 10 davon. Lässt sich einrichten. Dann hole ich mal schnell einen von den Pfützslimes. Tatsächlich, die treiben sich hier einfach rum. Dann werde ich hier bald noch ein paar reinpacken. Ah, jetzt kommt wieder das. Nein!
Okay. Schade, dass man den Teich nicht noch irgendwie erweitern kann. Schade, dass ich nicht auch so Requests aufgeben kann. Dass ich irgendwie sage, das und das will ich haben und manchmal geben mir die NPCs das und manchmal nicht. Gut, also, die haben ja auch schon wieder Hunger. Aber die Sache mit dem... mit den Futterautomaten wird halt nur funktionieren, wenn ich auch genug Futter habe. Aber so viel habe ich leider nicht. So, jetzt wird es Zeit, dass ich mir mal den Teleporter da hinten ansehe. Ich bin mal gespannt, wo der hinführt. Auf geht's. Ins Unbekannte. Wo zur Hölle bin ich hier? Nein, ernsthaft, wo bin ich? Wo bin ich gelandet? Die baden zusammen ein bisschen. Hm. Ach, Moment, ich kann doch auf der Karte nachschauen. Irgendeine extra Insel. Irgendeine kleine komische Insel, bei der ich jetzt bin. Gibt es davon noch mehr? Gibt es auch einige kleine Inseln? Was ist das denn? Wenn ich mir das ansehe, das haben wir von der Karte bis jetzt aufgedeckt. Also wir haben uns die Kartenteile geholt. Und das haben wir bis jetzt alles angesehen. Wir haben den Teil hier angesehen. Wir haben noch den Teil hier offen. Das ist, wir haben gerade mal 50% jetzt besucht und abgesucht. Und das hier, keine Ahnung, was das ist. Das ist auch nochmal so groß wie das, was wir bis jetzt gesehen haben. Das trockene Riff sind wir. Gibt es hier Besonderes? Falls es hier etwas Besonderes gibt. Ich sehe auf jeden Fall über auf dem Boden diese Steinkreise, aber ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Sieht auf jeden Fall an sich schon recht interessant aus, finde ich. So eine schöne kleine Insel. Grauer Teleporter abkommen. Okay. Die können wir noch nicht aufmachen. Aber gut zu wissen, dass hier auch so eine Schatzkapsel ist. Oh nein.
Hätte ich mal von vornherein das ganze Essen aufgesammelt, das hier war. Ich gehe einfach zurück und hole mir noch was zu essen. Die essen ja zum Glück alles. Das ist ja gar keine so große Rolle. Ne, die Platz brauche ich jetzt doch nicht. Ich würde jetzt einfach von allem, was ich hier finde, etwas einpacken. Ein kleiner Slime für den kleinen Teich. Dann kann ich mir auch die Karotten hier noch einstecken. Ich frag mich, ob der mir einen Teleporter gibt oder einen Schlüssel. Auf jeden Fall denke ich, dass das an Essen reichen sollte, oder? Das sollte ja wohl definitiv reichen. 20 Quaderbeeren, 30 Hühner, 18 Pogofrüchte und 18 Karotten. Danach wird er ja wohl hoffentlich keinen Hunger mehr haben. Können uns sogar noch ein paar Sachen mitnehmen, die hier überall sind. Ich überlege gerade, wie ich nochmal zu dem hinkomme. Ach, hier weiter hoch, genau. Da geht's auch noch hoch. Egal. Ja, guck mal. So viel braucht er ja noch nicht mal. Nicht mal annähernd.
Dankeschön. Haben die noch was? So. Ein neuer Schlüssel. Nein, hier ist nichts Wichtiges für mich. Immer leeres Inventar haben, wenn man so Kisten aufbricht. Könnte ja immer was Interessantes drin sein. Hier ist eine Höhle auf jeden Fall. Die führt auf die andere Seite. Hier sehe ich sonst nichts mehr. So, mir ist gerade eingefallen, ich hätte unbedingt bei meiner Bienenfarm nachschauen sollen. Die sind doch jetzt fertig. So. Okay, Hexerwabe habe ich nur eine bekommen, aber dafür 11-mal Summenwachs. Das geben wir doch mal hier hinten ab. Wilder Honig braucht er auch noch. Okay. Davon habe ich aber nichts. Quantenplots. Server, jetzt noch ein Diamant, der pinke Teleporter. Wilder Honig. Wo bekomme ich wilden Honig her? Gordo-Falle. Habe ich mir mal gekauft. Brauche ich eigentlich gar nicht so weit. Die Sachen bis jetzt. Oh, ist das teuer. Kaufe ich mir eine. Von denen kann ich noch nichts machen. Indigonium. Royales Gelee. Okay, noch nichts davon gesehen. Bis jetzt jedenfalls. Einmal schlafen bis zum Morgen. Hier gibt es nichts Neues. Okay, ich werde jetzt noch einmal eine Fütterung machen. Und dann sehe ich mir mit dem Schlüssel das andere Gebiet an. Da werde ich mal eine von den Türen öffnen.
sehen, was sich so dahinter verbirgt. Okay, mit den Münzmangos werde ich vielleicht mal demnächst einen von den Bäumen abbauen. Da ich ja an sich doch genug Münzmangos bekomme. Ups. Ein Gehege haben wir hier noch. Da kann ich erstmal die Standard-Pink-Slimes reinmachen. Nein! Falsch. Ihr esst das ja gar nicht. Aber ihr. Okay, Quaderbeeren und normale Hühner muss ich noch hier hinbringen. Davon habe ich zum Glück noch genug im Lager. So, Hühnchen. Und Quaderbeeren. So, esst euch schön satt. Die Plot sammle ich dann nachher ein. Jetzt wird es erstmal Zeit, neue Orte zu erkunden. Die sind immer noch böse hier. Jetzt bin ich gespannt.